Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Neben mir sitzt der Leo alias Len16. Und neben mir hockt der Lukas alias Evil Laugh Entertainment. Ja, er hockt. Warte mal, Hocker. Mit Lehne. Nennt sich Stuhl. Ja, und zwei Armlehnen auch noch. Und wenn ich den hinter mir hertragen würde, hätte ich Stuhl gegangen. Ich danke dir für diesen Hochwertig. Okay. Ich dachte, Lukas hätte sich davor schon ausgelacht, aber scheinbar ist da noch ein paar Reserven übrig geblieben. Und wie? Jetzt haben die Reserven aktiviert. Ja. Wir haben jetzt über 1000 Pfund. Das wow, heißt, gleich wir, so viel. Ja, wir bauen unserem Pfarrer eine... Nee, das gleich ein Pferd. Was? Pferd. 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 Was ist mit Pferd? Pferd gut. Pferd schmeckt gut, das ist richtig. Pferd. Boah, ich hab noch nie Pferd gegessen. Dann müssen wir mal... Boah. Pferdesalami? Pferd. Boah, Pferdesalami habe ich auch noch nicht gegessen. Was habe ich gegessen? Pferdelasagne. Das wahrscheinlich auch, ja. Nee, Fleischpflanzer. Pferdefleischpflanzer. Ja. Wie haben die geschmeckt? Geil. Sonst hätte ich es ja nicht gesagt. Achso, ja. Für alle, die unter euch die Pferde mögen, tut mir leid, aber man kann die auch essen. Nur weil die Viecher groß sind, muskulös und nette Augen haben, Muskeln sind das Fleisch, das sie essen. Das ist euch auch hoffentlich richtig bewusst. Und das sind ja auch bloß alte, meistens Pferde. Glaube ich nicht. Na, in Italien gibt es, glaube ich, wirklich Pferdezuchten, die halt wirklich aufs Fleisch dann aus sind. Richtig, aber halt normalerweise Pferdefleisch, da isst man nie irgendein Fleisch von irgendeinem Rennpferd. Oder irgendeinem alten Pferd, was ist hier los? Yo! Die haben sich ganz doll lieb. Fusion schiefgelaufen. Fusion! Ich hoffe, es geht dir gut. Danke. Guten Morgen. Es stehen nicht viele so früh auf. What? Hat er gerade gesagt, ich hoffe, es geht dir gut. Danke. Guten Morgen. Ja. Schieß mich tot, ey. Wow. Für eine kleine Kapelle. Father Timothy bietet nun allen Bewohnern bla 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 bla. Moralische Unterstützung. Ah ja, moralische Unterstützung. So. Ach, das ist der letzte von dem Wir Spiel. Treten mal ein. Die Tür. Denn sie ist hin. Dank uns. Stell dich mal wo davor. Ist Jesus? Wo ist Jesus? Genau. Schau mal in die Halle. Stell dich nach oben hin und schau in die Halle. Liebe Gemeinde, wir haben uns heute hier zusammengefunden. Das kommt noch, das kommt noch. What? 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 Hey, da ist ein Seil. Was? Da links war ein Seil von der Tür. Ja, für die Glocke. Ah. Damit er die Glocken läuten kann. Ich dachte, Pfarrer liegt im Zölibat. Danke, genau das wollte ich hören. Ah, gut. Hier, da oder dort? Da. Okay, gehen wir da. Perfekt. Was? Perfekt. Jawohl. Ich kann mir doch merken, was ich sage. Ah, ich finde es immer schön. Das ist zwei Deppen ein Gedanke. Ich kann mir doch merken, was ich sage. Genau. Ich kann mir doch merken, was ich sage. Ich glaube auch. Oh Gott, ich muss mich kratzen, aber rennen. Scheiße, es geht nicht. Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich ein schlechtes Gedächtnis habe? Wer bist du? Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich ein schlechtes Gedächtnis habe? Kenn ich dich? Habe ich dir schon mal gesagt, dass ich letztens. Wer bin ich eigentlich? Warte, wie begrüßen wir uns immer? Warte, du warst der. Ich bin der Hans Rolf. Dieter. Ah, Dieter! 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 Ja, aus Ungarn. Ah, das klingt komisch. Dieter aus. Stimmt, das passt nicht. Aus Ostdeutschland. Aus Ostdeutschland. Aus Alt-DDR. Aus Alt-DDR, genau. Wer war ich? Du warst der Karl Valentin? Karl Valentin. Karl Valentin. Karl Valentin, okay. Karl Valentin. Aus Tschetschenien. Tschetschenien, das klingt aber komisch. Dann war es vielleicht Kasachstan? Das passt viel besser. Das passt. Zu einem Karl Valentin passt das aus Tschetschenien. Kasachstan. Na, Valentin vielleicht schon eher. Ja. Aber schon. Karl. Karl. Weniger. Ja. Reden wir mal. Mhm. Ich habe das Werkzeug, das du brauchst. Ah, goldrichtig. Ich gehe gleich ans Werk. Norris lungert ständig hier rum und fragt nach seinem Messer.
Du solltest wissen, dass ich ein paar Rotröcke belauscht habe. Sie suchen nach dir. Das kann ich mir vorstellen. Früher oder später muss ich mich ihnen stellen. Ha. Belauscht. Er stand daneben, hat's zufälligerweise mitbekommen. Big Dave kann nun hochwertigere Waren und Materialien herstellen. Danke. Ich muss jetzt gerade Luft holen, ha? Nee, ich hab's ehrlich gesagt nicht gewusst, welches Wort da war. Ich hab's nicht gelesen mehr. Nicht gelesen mehr? Nicht gelesen. Die Schneiderin! Mehr. Ja! Ob die uns ein neues Outfit macht? Aber ich finde die auch irgendwie schick, ehrlich gesagt. Also schick? Mal, also, schaut cool aus. Schick, schön. Sag doch einfach schön. Ich weiß nicht, das klingt immer so klischeehaft. Klischeehaft? Nicht klischeehaft. Wieso? Kitschig. Kitschig. Klingt bei das mit K. Wenn jemand schön aussieht. Ja. Wieso? Das sag ich erst, wenn ich Gefühle äußern möchte. Echt? Nein! Das heißt, für ein schöner Mensch ist für dich nicht schön, weil du sonst Angst hast, Gefühle für diesen Menschen zu haben. Genau! Aha, deswegen sind sie schick. Also schick ist für mich, wenn man einen teuren Anzug anhat. Das oder einen teuer aussehenden. Ja, kann man gerade sagen, das soll nicht unbedingt teuer sein. Guten Tag, Connor. Es sind noch ein paar Ballen Seide in meinem alten Haus. Sie sind außerordentlich wertvoll, doch ich glaube, ich sollte nicht zurück. Es könnte gefährlich sein. Ich habe gehofft, du könntest sie mir holen, wenn du Zeit hast. Okay, wir müssen zurück nach Boston. New York müssen wir. Entschuldigung. Ah, da war was. Da war was. Da haben wir im Recht. Nicht schon wieder. Echt jetzt. Ich weiß aber jetzt, wie man es beheben kann. Neu starten. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ja. Hoppala. Man kann auch hierhin schnell reisen. Krass, ich hab heute in den Kommentaren das gelesen. Ja? Ja. Dass man das so beheben kann. Ja. Cool. Grüße an Let's Failer. Ah, Let's Failer. Ja. Ich müsste mal Kommentare zählen, wer wie viele schreibt. Boah. Wer ist der Gewinner? Boah, das wird eng. Lord Sauron oder Let's Failer? Ich wollte gerade sagen, Lord Sauron war ja noch da. Mhm. Hey, ihr zwei, ihr könnt ja mal anfangen zu zählen. Ja? So, und ihr könnt euch ja betteln. Siehst du? Easy Papisi. Schön. Easy Papisi, sag ich dir mal. Was? Frage ist nur, wohin. Was? Also, wohin dann Schnellreisen innerhalb von New York? Ich habe da bloß 3 Schnellreiseprogramme. Programme. Programme. Punkte? Punkte, danke, Lukas. Danke. 3 Punkte für Gryffindor. Oh, das ist aber wenig. Ja. Nicht ganz ohne Grund. Ah, da muss ich hin. Ich glaube, ich muss dorthin. Ich glaube auch, dass du dorthin musst. Ja. Dahingehend muss ich... Guck mal, Rotröcke. Dahingehend muss ich eilen. Dahingehend. Dahingehend... Oh, was war das? Das war dein Knacksen von deinen Fingern. Nein, ich meine, da war so ein hässlicher ein auffälliger Grafikfehler im Bild. Ach, hässlich ist jetzt für dich auch schon mit Gefühlen verbunden. Ja. Okay. Ja, schön ist es ja, das ist... Was ist da hinten gesehen, wenn die Frau so... Dunk. Nee, ich habe die Maus angeschaut, die auf den Boden gerannt ist. Also. Ja, Maus. Ich kann alles gleichzeitig anschauen. Hoppala, Entschuldigung. Meinst ganz du die Maus oder was? Was? Meinst du die Maus, die gerade am Boden rumgerobbt ist? Nein, ich meinte schon wirklich eine Maus oder ja, eine Ratte. Ja. Irgendwas hast du. Schau, siehst du da? Maus. Yep. Maus. Mausi! Fieps. Noch eine. Ja. Machst du nicht kaputt. Nee, weil schön ist ja schon, ich meine, das hat ja automatisch mit Gefühlen zu tun, weil schön echt? Ist ja was rein Subjektives. Das stimmt natürlich. Und ist damit automatisch an Gefühle gebunden. Ja, hässlich ist auch subjektiv. Ja. Und damit auch automatisch an Gefühle gebunden. Und hässlich ist ja, und schön sind beides sehr starke Worte. Ja. Wörter? Worte? Wo ist die Frau, die hier gearbeitet hat? Sie ist mein Weib, ein Flittchen, aber mein Weib. Klingt vielversprechend. Oh, der trunkene. Nein, nicht du. Oh. Solange er wegläuft, ist doch alles gut. Ich habe das Gefühl, wir müssen ihm hinterher. Bitte nicht. Ach, die leere Kiste untersuchen. Das finde ich so cool. So. Wo sind die Garne? Wäre jetzt interessant. Ha! Er hat sie entnommen.
Entwendet hat er sie. Tja, wahrscheinlich um sich Alkohol zu kaufen. Hm, Alol. Macht Körper hohl. Was? Macht Birne hohl. Macht Birne hohl, ich habe was anderes verstanden. Ich habe Köppe gesagt, ja. Ah. Was? 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 Ja, da fragst du den richtigen. Was? So, und zurück. Was? Klingst wie ein Hund. Was? Zurück nach Davenport. An Davenport. Ist wir machen ein. Übrigens erstmal alle Davenport-Missionen, bevor wir... Davenport. Davenport-Siedlungsmissionen, bevor wir mit der zweiten Erinnerung aus Sequenz 11 fortfahren. Weil für mich das sozusagen die Geschichte richtig erzählt. Abrundet. Ja. Ich habe nochmal extra in die Komplettlösung nachgeschaut und ich war nicht misstaken. Du warst nicht falsch genommen. Richtig. Mistaken. So ist die wirkliche Übersetzung. Nee, oder du wurdest nicht falsch. Das klingt komisch. Oh, I'm afraid I was mistaken. Mistaken. Ich hab euch den Faden gebracht. Wunderbar. Ich hoffe, es war nicht zu viel Mühe. Dein Ehemann war da und sprach schlecht von dir. Er lief weg, als er mich sah. Oh je. Das sieht diesem verkommenen Mistkerl von Mann wieder ähnlich. Wenigstens konntest du mir das Einzige, was mir etwas bedeutet, besorgen. Vielen Dank, Connor. Deutsche Sprache ist schon toll. Mhm. Ellen kann nun hochwertigere Waren herstellen. Das kenne ich irgendwoher, nur mit einem anderen Namen davon. Ja. Big Dave zum Beispiel? Ja. Oh. Zum Beispiel. Big Dave. Big Dave. Neuer Plan erhalten. Pass auf, wenn du dich bei Big Dave verliest und es Big weglässt und dann eine Kette von Körperpflegemitteln daraus machst. Dufe, Dorf, Dave, Dorf, und? Wenn du dich verliest. Ja. Das ist der Dorf. Wow. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, viel Spaß und viel Vergnügen und der Dorf Evil Entertainment sagt noch hinterher. Ich wollte Dorf sagen. Dorf!